ist Fachanwältin für Familienrecht. Jetzt hat jemand gerade so eine Trennung hinter sich. Wie sollte der denn handeln? Also wenn es einem wirklich, wirklich dreckig geht, dann sollte man sich auf jeden Fall auch professionelle Hilfe suchen. Ich denke immer, wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann geht woanders eine Tür auf. Was die persönliche Lebenssituation angeht, glaube ich auch, dass man zwar erst durch ein Tal gehen muss, erstmal wirklich auch den Kummer vielleicht zulassen muss, sich eingestehen muss, dass es einem schlecht geht. Es geht auch wieder aufwärts. Jedem Ende kommt ein Anfang inne. Vielen reicht es, wenn sie mit guten Freunden sich austauschen können und dort Trost finden. Das hast du ja schon gesagt, auch mal überlegen, war es jetzt wirklich so eine tolle Beziehung? Hat er mich auch ein bisschen idealisiert? Immer, man hat immer idealisiert. Oft mit Abstand sitzen dann die Mandantinnen oder Mandanten und sagen, mein Gott, gut, dass ich den losgeworden bin. Eine Trennung kann so schmerzhaft sein wie der Tod eines geliebten Menschen. Der ist für mich nicht mehr da und dann ist es gleich schmerzhaft, ob er nun gestorben ist oder ob er sich jemand neuem zugewandt hat oder ob er einfach sagt, kann mit dir nichts mehr anfangen. Freunde treffen, Menschen treffen, die einem gut tun und sich vielleicht auch wieder auf Dinge besinnen, die man aufgegeben hat für die Familie oder für die Beziehung, Hobbys, die der andere Partner nicht geteilt hat oder Freundeskreise, die er nicht gut fand oder sowas, dass man da sich auf die Dinge besinnt, die man vielleicht auch vor der Beziehung gerne gemacht hat.